Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick für DAX und generell Indizes und schauen Sie den Disclaimer auf HTTPS Daytrader Website an. Was haben wir hier? Die Indizes sind generell am Fallen. Hier in dieser Grafik haben wir den EMA 1335, das ist der EMA 15 im 15 Minuten Chart. Also diese Linie, die ist identisch mit dieser Linie hier. Und diese beiden Linien, das ist einfach Max und Min vom EMA 89, nicht das Close, sondern das Max und Min, das gibt da einen Bereich. Wir sehen, wir sind da mit einem Down Gap runtergefallen und nachts um 12. Wir befinden uns momentan ziemlich weit unter dem VWAP. Wir haben hier Rebounds und so wie es aussieht, müssen wir diese Rebounds shorten heute. Schauen wir da generell mal die Indizes an. Ja, wir sind hier aus dem Keil rausgefallen. Das würde heißen, dass wir den Rückwärtsgang einlegen. Natürlich um 9 Uhr mal noch zuerst schauen, wie es dann wirklich geht. Wir haben hier ein Down Gap von etwa 120, 130. Also wir können damit rechnen, dass dieses Down Gap weitergeführt wird. Das war der Schluss um 17.30 Uhr. Wir haben jetzt den Kurs bei 15.895. Hier, wir sind hier, wir haben dieses Down Gap. Wir können damit rechnen, dass wir da noch weiter nach unten gehen als Gap Continuation. Dann beim Dow. Da DIJ 35515 beendet und da 372, das ist noch ein größeres Gap. Also wir können da auch damit rechnen, dass es eine Gap Continuation gibt, dass es auch um 9 Uhr weiter nach unten geht. Dann schauen wir den SPX einfach mal generell an. Der scheint da noch ein bisschen weniger gefallen zu sein. Dann den UK100. UK100 ziemlich runtergekommen. Wir können uns schon vorstellen, dass wir hier das ein A, B, C haben, vielleicht irgendwo dann hier unten dann anstehen. Und ja. Nasdaq haben wir keine durchlaufenden Kurse, das ist noch hoch, der ist sicher auch runtergekommen. SMI auch immer noch sehr hoch natürlich. Hang Seng China zeigt auch nach unten. CSI China auch fast allesamt zeigen jetzt nach unten, sind unter dem 89er. Ja, da auch alles unter dem 89er. DXY fällt auch. Normalerweise ist er umgekehrt korreliert mit den Aktienindizes, muss aber eben nicht immer sein. Generell auch unter dem 89er. Dann die 10 Years, auch sehr tief. Würde heißen, keine Inflationsgefahr. Wahrscheinlich eben Angst wegen der Delta-Variante. Könnte sehr gut sein. Bitcoin extrem hoch. Und Ethereum natürlich auch extrem hoch gestiegen. Könnte Fluchtpunkt sein. Dann Gold. Gold ist auch gestiegen, aber immer noch mäßig. Silber auch. Schauen wir noch den Yen an. Ja, der ist sehr tief, das heißt, wir sind hier
in einem Risk-Off-Szenario. Also wir müssen generell uns auf einen Short-Tag einstellen, wir müssen aufpassen. Montage sind oft sehr bullisch, neue Geldzuflüsse, also trotzdem da sehr gut aufpassen. Ich empfehle da, dass man da, ich habe es zwar noch nicht richtig backgetestet, aber diese Methode anwendet, mit den 89er, da einen Rebound hier dann shortet auf die 89er Zone im M1 oder sogar auf die 89er Zone im M15, also hier repräsentiert durch den EMA 1335. Ja, 1355. Das ist einfach mal 15 mal 89. Das sollte ungefähr das gleiche sein wie der hier. Schauen wir da mal gerade noch schnell rein. Es ist wahrscheinlich 15,49 und hier 15,49, doch, stimmt, 15,49. Gut, dann bis später zum Live-Trading mit Swiss Trader. Tschüss.